Hallo und grüße euch zu einer neuen Folge von The Final Station hier auf Manipulative. Wir sind gerade eben in Aachen angekommen und wollen jetzt mal uns ein bisschen umschauen. In der letzten Folge war der Mika ein bisschen leichtsinnig mit seiner Munition gewesen. Ich habe nur noch 2 Schrotflinten Munition und nur noch 5 mit einer Pistole. Ja, es könnte Wasser werden, ne? Wir gehen auch gleich mal sofort weiter hier. Wir sind auf dem Weg, so wie ich das richtig mitgekriegt habe, zur Metropole, zur Stadtmetropole. Haben in der letzten Folge auch einen Passagier mitgenommen, haben auch eine Bombe gefunden, so einen riesen Oschi. Eieieiei, das war wirklich so ein ordentliches Teil. Kannst du dir nicht einen Tag frei nehmen? Sagt deinem Chef, dass wir einen Jahrestag haben. Das geht nicht. Er ist heute früh gegangen. Er hat gesagt, er hätte eine wichtige Angelegenheit am Kai zu regeln. Das scheint er in letzter Zeit ziemlich oft zu sein. Okay, verdächtig. Nein, ein ordentlicher Oschi an Bombe. Und es kommt gerade Musik. Ich bin verwirrt. Getraut eigentlich ehrlich gesagt gar nicht weiterzugehen, weil hier die Musik so unheimlich geschwängert ist. Mit Unheil. Wollen wir reingehen? Okay. Und da war die Musik auch schon wieder aus. Was war passiert? Was habe ich gerade eben verpasst? Oh, hier liegt was. Joe, es ist erledigt. Alles funktioniert. Der Rat muss mich jetzt am Wächter arbeiten lassen. Ich überlasse dir mein Haus, verkauf es, wenn du willst. Mir ganz egal. Ich gehe nach Metropolen. Was ist denn das? Oh Gott, ich will das nicht öffnen. Weil ich nicht weiß, was das ist. Seht ihr das? Oh nee. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, das würde mich anspringen. Ich will ehrlich gesagt nicht dran vorbeilaufen. Weil ich nicht weiß, was das ist. Das sind alle Delta-Leiter, die wir haben. Ich weiß nicht, was du baust, aber viel Glück dabei. Ingmund, Geschäft Elektron, 1. Bezirk, Metropol. Oh, muss ich an dem Ding vorbeilaufen? Weil ich hab Schiss. Oh, war hier noch irgendwas? Nee. Ich hab Schiss, dass sich das Ding bewegt hier. Na los, schnell, 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 schnell. Ist das etwas, soll das so ein Wächter darstellen? Oh, hier ist eine Stadt. Okay. Komm her hier. Yeah. Geboxt. So, essen wir Flasche. Löffel. Wieder so ein kleiner Specki. Werden wir nicht drum rumkommen. Die werden wir so erledigen müssen. Eieiei. Den können wir boxen. Na, ich will dich boxen. Jetzt. Komm her. Der Idiot, dem wir das Zimmer oben vermietet haben, hat 2 Bücher gestohlen. Ich gehe zum Polizeirevier. Das lasse ich nicht auf mich ruhen. Okay. Die Träume kehren zurück. Mein nächstes Ziel ist Rusto. Ich habe gehört, dass dort ein alter Mann lebt, der den ersten Besuch miterlebte. Wenn es mir gelingt, ihn zu treffen, kann er mir sicherlich weiterhelfen. Den haben wir sogar getroffen, den guten Herrn. Den haben wir doch getroffen. Wir haben uns doch mit dem kurz unterhalten dürfen. So.
Und keine Stühle hier. Oder hier haben wir hier so ein Dings? Nee. Geht das? Jetzt habe ich keine Munition mehr. Ach du Heilige. Sagt Jack, dass ich nicht vorhabe, ihm mein Auto zu leihen. Ich habe nur eins und habe sehr hart dafür gearbeitet. Gibt es in Bristol keine Taxis mehr? Okay, anscheinend nicht. Altmetall. Wir werden mal den Stuhl hier mitnehmen. Das ist ja gemein. Okay. Da hat's Bumm gemacht. Wir brauchen Munition. Ich war viel zu nachlässig mit der Munition. Oh, da liegt jemand. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Pistolenmunition, sehr schön. Welcher Schlüsselbund haben wir wieder? Dann werden wir uns hier mit dem hier versorgen. Den können wir links liegen lassen. Hier ist nix. Hier. Tabletten. Nehmen wir vorsichtshalber mal mit. Man weiß ja nie. Genau deswegen. Eieieiei. Hier war ein Laptop. Martha, Sie müssen noch eine Stunde warten. Ich habe eine wichtige Angelegenheit im Lager zu regeln. Hier unten liegt er höchstwahrscheinlich. Lieber Vater, ich verstehe, dass es sehr schwer ist, in deinem Alter als Kassierer zu arbeiten, aber wir haben jetzt keine andere Wahl. Wenn Mark und ich heiraten, kannst du bei uns wohnen. Okay. Schade, ich hätte gedacht, du hast hier unten. Ah, hier unten haben wir einen Keller. Oh, wer bist du? Hast du sie erledigt? Ja, habe ich. Nein, zwei oder drei haben es nach oben geschafft. Gut, ich warte im Zug. Oberhaus, Metropol. 2944, den Blockercode haben wir schon mal. Sehr gut. Pistolenmunition, ja, gut, brauchen wir. Oh, der hat mich dolle verletzt. Da werden wir Medikit nehmen müssen. Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Ich hätte echt jetzt gedacht, das war's. Pistolen. Oh, wenn wir so viel Pistolenmunition kriegen, dann bedeutet das was. Ja, genau deswegen, genau deswegen. Genau deswegen. Riechen den jetzt hier weg. Der müsste hier sein.
Mist. Oh nein. Mist. Ärgerlich. So, jetzt aber. Kein Auto, was Schönes hat hier für mich. Oh, hier ist noch jemand drinne. Können wir? Gut, wir haben einen neuen Passagier. Und wir haben wieder Pistolenmunition, sehr gut. Eine kleine Laborratte. Ach du Heilige. Am liebsten würde ich ja gerne den hier treffen. Ja, nicht so. Ich dachte, der würde gleich dort explodieren. Aber naja. Aber anscheinend nicht. Kommt mal weiter her. Wie man spart und 1 Million verdient. Okay. Weggeboxt. So, weiter geht's. So, das war's dann anscheinend auch wieder. Hier komme ich hoch. Wunderbar. Hab ich mich da erschrocken hier bei dem blöden Vieh hier. Uiuiui. Diesmal keine Musik. Na, was das zu sagen hat. Gut, auf geht's. 2944. Es wäre schön, wenn wir so langsam wieder in eine Metropole, also nicht in der Metropole, sondern in eine Stadt ankommen könnten, wo wir mit uns eindecken würden mit Munition und Midi-Packs. So, der eine ist verletzt. Den geben wir unserem Erste-Hilfe-Kasten. Einer hat Hunger. Bitteschön. Und du hier kriegst den hier. Wer ist vom Mond gefallen? Im Grunde genommen. Warum? Nee, tut mir leid, aber dich kann ich nicht weiter verpflegen. Ich brauche das Medipack selber. Die diskutieren gerade, ob es in den Schutzraum geht oder zu nach Metropol. Wir fahren jetzt. Okay, wir wissen nicht, wohin wir fahren.
Ah. Das muss man mir doch mal sagen, dass ich hier erzeugen kann. Gut zu wissen. Oh, wo fahren wir denn jetzt hier lang? Er will den Wächter sehen. Oh, du stirbst mir. Und hier ist irgendwas. Online. Tim Lenning. Tim, bist du da? Hast du meine Route geändert, Tim? Tim ist offline. Ach du Heilige. Und wir sind da. Ich kann Munition selber herstellen. Na gut, dass ich das weiß. Und wir sind jetzt in so einer Art. Ja, was ist das? Ach du Schreck. Ach nö, Leute. Nein. Ich kann Munition selber herstellen. Jetzt habe ich wieder genügend. Was heißt hier genügend? Das ist sowas mag ich ja überhaupt nicht. Oh, Schmein. Nein, 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 nein. Wie es weitergeht, hier in dieser, nennen wir erstmal freundlich, dunklen Kammer, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich habe ehrlich gesagt, oh, nee, mir geht die Pumpe, ganz ehrlich, sobald ich die Tür aufmache. Schlimm, 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 schlimm. Ich mag das überhaupt nicht. So im Dunkeln und hier und oh, nee, 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 nee. Ich möchte weinen. Ich mach's ja schon. Ich mach's ja schon. Nein. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bin auch irgendwie gespannt. Ja, ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und Freude an der Folge gehabt. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Lasst es euch gut gehen, macht das Beste aus eurer Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.